Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Sims, übrigens. Ich vergesse es manchmal zu sagen, aber es ist ja schon obvious, was wir hier zocken wollen. So, uns ist allen unwohl, wir haben alle Hunger. Und das Monster unter meinem Bett, das bleibt da halt einfach. So, iss doch mal schneller, kleiner Bursche, denn du musst gleich zur Schule gehen. Sehr gut. Julius ist zur Schule. So, fleißig lernen sollst du natürlich. So, was machen wir denn? Wir essen unten was und trinken fleißig Kaffee, anscheinend. Oh, nein, trink das nicht. Der ist schlecht. So. Wo ist es denn? Wo? Hey, wir müssen auch gar nicht auf Klo. So. Was stinkt denn hier? Das Feuer? Seht ihr das auch? Da. Was stinkt denn hier? Was stinkt denn hier? Ist es jetzt weg? Ich bin irritiert. Der hat jetzt 90 Follower. Wie wär's, wenn du wieder mal ein Buch schreibst? Du Troller. Okay, sonst ist ja alles cool hier. Jo. Hier ja auch. Okay. Aha. Muss man ja erstmal sicher gehen hier, aber. So. Wie sieht's aus? Bei ihr ist alles super. Das freut mich. So, hier ist auch alles gut. Tja. Die Frage ist ja, was ist, wenn man das Bett einfach verschiebt? Sieht man dann da noch mehr drunter? Oder wie sieht's hier aus? Kann man hier eigentlich flirten? Mein Gott, diese Kamera geht mir gerade so richtig auf den Sack. Ba, 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 ba. Soziales Netzwerk aktualisieren. Aber man kann nicht flirten, ne? Mehr Auswahl, Web. Kontakte knüpfen. Brieffreund finden. Mehr Auswahl. Geschicklichkeit. Wow, man kann sogar die RAM damit besser machen. Wow. Bestellung. Ich würde sagen, spiel einfach ein bisschen Schach. Das kann ja nicht schaden. Und danach solltest du vielleicht bei deinem Garten fliegen und alles verkaufen. Just saying und so. Alright. So, wie sieht's aus? Unser Boy müsste ja auch jetzt kommen. Ja, gute Noten. Oh.
So. Genau, geh erstmal duschen, denn du stinkst, kleiner Junge. So, wie lange bleiben wir denn eigentlich so klein? Noch 8 Tage. Oha, oha. So. Was ist denn das Schlauste, was man jetzt machen kann? Mental. Wie wäre es, wenn wir gleich mit unserer Mutti mitspielen? So. Tata. Also, wenn das nicht mal was bringt hier, ja. Ich würde gerne, dass diese Leiste komplett voll ist. Nein! Spielen! Spiel das jetzt! Und danach können wir hier mitspielen. Wir sind gerade hier ordentlich am Saubermachen. Wie wär's, wenn du gleich mal Chili machst? Chili hört sich sehr gut an. So. So, du kannst jetzt draußen spielen und wir gehen mal eine Etage runter. Oh, ist das nicht schön? Kiddo spielt. Nee, Mutti ist. Weil sie sich gleich in die Hose macht. Es ist schon passiert. Wow. Wow. Wieso macht sie verdammt nochmal in die Hose? Jetzt läuft er auch noch da durch. Wow, war das jetzt eklig. So. So, der Kleine kann jetzt auch erstmal auf Klo gehen. Oh mein Gott. Wieso? Wie wär's, wenn du das erst reparierst? Wieso passiert das die ganze Zeit? Hä? Seht ihr das? Seht ihr das? Hier kommt so ein Stankgeruch her. Aber wenn man es jetzt hier wieder dreht, ist es einfach nicht wieder da. Hä, was soll denn hier stinken? Ich verstehe es nicht. So, danach kannst du duschen gehen. Seht ihr das? Da steht aber nichts. Ich verstehe es nicht. So, wir schlafen sehr gut. Es ist kein Monster da, was mich ja sehr glücklich macht. Noch nicht. Und sie ist sehr beschämt. Und kann danach auch schlafen. So, wir achten mal drauf, ob da jetzt hier so ein Gruselmonster wieder rauskommt. Wahrscheinlich jetzt gleich. Oh, doch nicht? Yay! Kein Gruselmonster mehr. Ha, wie schön. Es gibt kein Gruselmonster mehr. Oh mein Gott. Oh, es ist verdorben. Vielleicht solltest du das dann... Nein.
Vielleicht solltest du es trotzdem aufräumen. Ja, ist schon scheiße, wenn hier alles eklig ist, wa? Mädchen. Oh, ganz ehrlich, dieses fucking Teil nervt. So. Oh, das wollte ich nicht. So, wir lernen fleißig weiter. Das gefällt mir ja so. Mental sind wir aber leider erst. Kann man das eigentlich auch verbessern? Nee. Alright, das schafft. Das klappt nicht. Ist ja noch irgendwas drin, was schlecht ist? Nee, anscheinend nicht. Sonst geht es uns sehr gut. Wie wäre es, wenn wir dann mal ein bisschen boxen? Und der Kleine spielt fleißig weiter. So, jetzt muss er zur Schule. Geh! Geh, du kleiner Knirps! So, die Mutti, die ist fleißig am Boxen. So gefällt mir das. Wir können ja theoretisch, ganz ehrlich, diese Sachen auch verkaufen, ja. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr Platz haben für unser Kiddo hier, ja. Wie wär's, wenn wir das so machen und das spielen wir so dahin und das so und das so und dich können wir jetzt wieder zum Boxen schieben. Beziehungsweise sie muss jetzt in dieser ganzen Zeit, wo ich das bearbeitet habe, muss sie jetzt auf Klo. Wieso bist du noch da, du Idiot? Ich habe dich gerade zur Schule gesandt. Geh jetzt. Du bist viel zu spät. So. Wie sieht's oben aus? Oben ist alles cool. Das freut mir. Und wir wollten ganz bestimmt nicht im Internet surfen. Wir wollen ein Gemälde machen hier. Zeig mal, was du kannst. Was für ein Level sind wir bei dem überhaupt? Level 6. Emotionale Gemälde. Wir sind immer emotional. Was eine Lüge. Mal gucken, ob das Bild besser wird. So, Leute. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.